Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Das waren die besten Fragen im Einladungswebinar. Hi, mein Name ist Eleonore Suhe-Winkels und ich freue mich sehr, dass ich beim diesjährigen Digital Female Leader Award in der Kategorie Education von meinen Studierenden und auch von Kollegen und Kolleginnen nominiert werde. Seit 2014 lehre ich an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management, und zwar im Bereich der Wirtschaftspsychologie. Für mich ist es absolut notwendig und auch normal, dass ich digitalisiert lehre. Das heißt, seit 2014 benutze ich schon digitale Lern-Apps, weil ich nur so glaube, dass ich neben meiner Präsenz in der Lehre tatsächlich auch meinen Studierenden bei solchen Dingen wie Rückmeldungen, Leistungsrückstände und so weiter besser Rückmeldung geben kann, wenn ich das sogar asynchron mache, weil die Studierenden dadurch dann anonymisiert ihren Leistungszustand testen können und entsprechend Rückmeldung bekommen und dann sich vielleicht auch nicht schämen oder auch entsprechend einfach mehr wiederholen, wenn ich nicht jedes Mal drüber gucke und sie sehen, dass ich das gesehen habe. Also insofern nutze ich die Digitalisierung schon seit jeher. Abgesehen davon habe ich natürlich in der Pandemie die Digitalisierung sehr mehr zunutze machen können, weil ich wusste, dass ich definitiv asynchron mit meinen Studierenden arbeiten kann. Ich habe also überlegt, wenn ich im Lockdown mit meinen Kindern zu Hause bin und ich jetzt meine Studierenden nicht so gut unterrichten kann, wie ich dann halt sie am besten erreichen kann. Das habe ich über Videos abgedeckt. Das heißt, ich habe ab 20 Uhr bis 2 Uhr nachts Videos aufgenommen von meinen Vorlesungen, insgesamt 46 Stück. Wir haben bei einer Dauer von 2 bis 3 Stunden pro Video sicherlich mehr Stoff als Big Bang Theory oder weiß ich nicht, mehrere Staffeln davon vielleicht. Und wir haben das geschafft, dass ich die Studierenden sehr gut vorbereiten konnte. Das hat meinen Studierenden sehr geholfen, dass sie meine Lehre dadurch dann halt immer wieder stoppen und wiederholen konnten oder auch später einsteigen konnten, je nachdem, wie ihre eigenen Anforderungen waren im Alltag während der Krise. Ich habe auch aus meiner Sicht gesagt, dass ich das absolut verstehe, wenn die Studierenden momentan einfach nicht den Kopf frei haben für meine Lehre, sodass sie auch im Ende des Semesters erst wieder einsteigen können, kurz vor der Klausur oder eben auch später die Klausur schreiben können, wie auch immer. Und ich glaube, dass ich mit meinem Führungsstil, wie aber auch mit meinen digitalen Fähigkeiten entsprechend meine Studierenden bestmöglich durch diese Krise geführt habe und ihnen auch ein Beispiel gezeigt habe, was eine Working Mom machen kann. Ja, also ich glaube, dass ich ein Großteil meiner Motivation, die ich dabei hatte, um auch entsprechend mit dem Rücken an der Wand zu agieren und voranzugehen, war einfach, dass ich gesagt habe, wenn ich mich vorher für Diversity, Inclusion, Digitalisierung stark gemacht habe als Working Mom, dass wir dadurch eine Teilhabe an der Gesellschaft haben können, dann kann ich jetzt nicht bei einer Krise, auch wenn ich damals nicht wusste, wie schlimm es werden würde, dann kann ich damals nicht einfach sagen, ich mache das nicht. Ich habe mich dafür entschieden und ich habe das durchgezogen und die Erfolge, die ich jetzt ernten darf, basierend auf den Leistungserbringungen, die meine Studierenden mir zeigen konnten in den Prüfungen, sind absolut so, dass ich sagen kann, ich bin unfassbar stolz auf meine Studierenden. Ich kann wirklich sagen, dieses Semester war ein bemerkenswertes und auch erinnerungswürdiges Semester. Es war in Teilen nicht immer schön, sicherlich auch sehr anstrengend, aber ich glaube, dass wir alle insgesamt eine sehr steile Lernkurve hatten und meine Kinder auch sehr selbstständig geworden sind, wie auch meine Studierenden sehr selbstständig geworden sind. Und ich glaube, dass ich sogar auch noch mehr gelernt habe als in den letzten 5 Jahren als Professorin. Das, obwohl ich aus meiner Sicht schon immer eine digitale Vordenkerin war. Hier seht ihr mein Interview von Elena Weber im Unicum-Magazin, in dem sie mich gefragt hat, wie die digitale Lehre im Moment während der Corona-Krise und auch in Zukunft sein wird. Und ich freue mich absolut darüber, weil ich als Working Mom hier eine Recognition habe, von der ich nicht dachte, dass ich das überhaupt schaffen würde, überhaupt zu leisten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Schwester, die mich überhaupt auf die DFLA 20 aufmerksam gemacht hat. Und dann bedanke ich mich bei allen denen, die mich nominiert haben unter meinen Studierenden im FOM-Team und meinen Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen in Social Media. Warum? Ganz einfach. Weil sie der Wind unter meinen Flügeln sind, damit ich zeigen kann, dass Didaktik, Diversity, Inclusion und Digitalisierung ein harmonischer Akkord sein können. Vielen Dank.